Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Adeko-Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ihn mir selber bestellt. Man kann ihn aber auch bei der Parfümerie Rute bestellen. Da habe ich nämlich aktuell auch einen Code. Ich glaube, der müsste sogar bis Ende Oktober gelten. Und da kommt auch bald ein ganz, ganz interessanter Adventskalender auf uns alle zu. Genau, mit Claudis Welt bekommst du 5 Euro Rabatt auf die Adventskalender ab 50 Euro. Also müssten eigentlich so gut wie alle Adventskalender sein, sodass du den hier für 64,95 bekommst. 220 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein und ich würde sagen, wir schauen mal hinein. Optisch ist er auf jeden Fall ein Augenschmaus. Ja doch, ne, mag ich gerne leiden. Ich muss jetzt nur mal den Schuber entfernen und gucken, ob die inneren Werte auch so sind. Oi. Das ist hübsch, guck mal. Ein Lama feiert auch mit Weihnachten, das mögen wir doch gerne leiden. Schaut relativ kindisch aus oder kindlich, ne? Aber ich mag das ganz gerne. Ja, der Transportweg war wohl etwas turbulent, denn auch wenn der Adventskalender sehr robust aussieht, ist es von innen nicht so ganz. Also ich habe hier so nur so ein paar Halteviecher, aber es sind nicht so wirkliche Aussparungen. Egal, das hier hing noch am seidenen Faden und zwar ist es der Smooth Eyeshadow Stick in der Farbe 68. Ist so ein wunderschönes Kupfertönchen. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Ultra-Fan von Eyeshadow Sticks, bin ich ehrlich, ne? Ist so ein Holzstift zum Anspitzen. Ich muss mal gucken, ob ich den haben kann, ob der was für mich ist. Schauen wir mal. Na, der Blush saß jetzt in der Nummer 2 etwas besser drin, erinnert mich aber tatsächlich sehr an letztes Jahr, muss ich sagen. In der Farbe 35 Oriental Red Blush und ja, so schaut es aus. Das ist so ein magnetisches Produkt. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Ich weiß nicht, was sowas an Wert hat. Das müssen wir einfach auch mal ausrechnen, ne? Und ja, auf jeden Fall ein schöner Blush. Und cool, dass wir auch direkt schon in der 2 Blush drin haben. Das feiere ich wirklich sehr. Also Adventskalender, die teilweise das Doppelte kosten, gönnen uns nicht mal einen Blush. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir einen Quick Dry Top Coat. Ultra Quick Dry Top Coat. 4 ml sind hier drin. Ich glaube, das sind so kleine Größen. Und ich habe jetzt gerade auch noch einen Nagellack von Adeko drauf auf meinem Daumen. Ich finde, dass Adeko wirklich tolle Nagellacke macht. Kannst du nichts zu sagen. Und ja, so ein Top Coat brauchst du definitiv. Dann hast du nochmal einen Glanz auf den Nägeln drauf. Und alles hält einfach auch ein bisschen länger. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Na gut, ich nehme die Kritik vom ersten Kläppchen zurück. Die anderen halten echt gut drin, also da hängt nichts am seidenen Faden. Ein Lippenstift ist hier drin enthalten, in der Farbe 618 vielleicht, Grapefruit. Schaut sehr, sehr hübsch aus, mag ich echt gerne leiden. Das ist so ein bisschen auf natürlich getrimmt, ne? Und ja, das ist auch aus dieser Greenie-Reihe, hat auch einen leichten Orange-Einstich mit dabei. Und hier sehen wir auch so auf dem Lippenstift selber drauf, wenn die Kamera das aufnehmen wollen würde. Mal gucken. So vielleicht? So ist besser, ne? Auch so ein Blümchen. Also ich finde es total hübsch. Am 5. Dezember werden wir überrascht von einem Monolidschatten. Adeko steht ja für dieses Clip-In-System, ne? Und das ist in, also ja, mit 0,8 Gramm in der Farbe 29 Pearly Light Beige. Einfach ein Ton, den man im Prinzip in jeden Look integrieren kann. Und das finde ich sinnvoll. Das finde ich gut. Richtig cool. Zu Nikolaus haben wir nämlich einen Eyeliner drin, der es in sich hat. Den habe ich auch schon. Das ist der High Intensity Precision Eyeliner 10. Und der hat eine ganz, ganz tolle Spitze. Das ist so eine Pinselspitze, obwohl es halt so ein Mal-Eyeliner ist, ne? Und, oder so ein Stift-Eyeliner. Ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert und eine absolut verdiente Nummer 6. Geil. Ja, am 7. Dezember haben wir die gleichen Viecher drin, die wir letztes Jahr auch drin hatten. Die fand ich nicht so geil. Collagen Booster Caps 4x0,31 ml. Das sind diese hier. Ich weiß nicht mehr, warum ich die so furchtbar fand. Aber ich habe 1 oder 2 davon verwendet und fand die so schlimm, dass ich die nicht, also nee, ich fand die, also ich habe die in Erinnerung behalten, dass ich die so schlimm fand. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da hat sich der Adventskalenderpacker gedacht. Alles klar, wir packen einfach ein All-Time-Favorite rein, beziehungsweise so ein No-Brainer. Invisible Lip Color in der Farbe 1. Also es ist halt wirklich super praktisch. Das ist ein Lip Liner ohne Farbe. Und Lip Liner verwendest du, damit dein Lippenstift oder Liquid Lipstick oder was auch immer du auf deinen Lippen gibst, nicht in die Lippenfältchen kriecht. Das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so für mich schwierig, aber mittlerweile bin ich 34. Da muss ich ein bisschen aufpassen, was da so in meinem Gesicht rumläuft. Und da sind 0,3 Gramm drin. Und
das ist einfach ein durchsichtiger Lip Liner, super praktisch, also im Prinzip wie so eine Art Schutzbarriere. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unseren zweiten Lippenstift freuen. Und zwar ist das aber eine andere Serie. 46Z, ich finde es immer ganz, ganz schwierig herauszufinden, was das für welche sind. 13.896, 46Z, gar keine Ahnung. Wird aber safe auch eine Full Size sein. Der fühlt sich super angenehm, super schwer an. Und dann schauen wir uns mal die Farbe an. Sehr vergleichbar. Sehr vergleichbar. Also, jetzt mal ohne Flachs. Es ist beides Nude. Der ist ein bisschen bräunlicher, der ist ein bisschen pinkiger, aber eher, nee, eigentlich eher so orangiger, peachiger, ne? Nicht so unterschiedlich. In der Nummer 10 darf es damit etwas für die Augen weitergehen. Hier haben wir einen Mineral Eye Styler in der Farbe 51 Long Lasting. Dürfte auch noch Full Size mit 0,4 Gramm sein. Das schaut doch nach einem klassisch schwarzen hochdrehbaren Kajal aus. Jo, genau. Lässt er sich hochdrehen? Dreht sich gerade nicht hoch. Ach, Sharpener. Den kannst du anspitzen? Nee. Kann man den irgendwo drehen? Ah, hier oben festhalten und drehen. Mhm. Schön, dass man unten den Anspitzer einfach hin und her dreht. Ne? Läuft bei mir. Hat hier auch so ein Anpackding, also so ein einen gummierten Griff, würde ich sagen. Wow, in der Nummer 11 haben wir einfach mal eine Mascara in der Full Size drin. Das ist die Drama Volume Mascara Boosting Volume Clump Free. 12 Milliliter sind hier drin. Geile Sache. Blende ich euch das Bürstchen ein. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die jetzt behalte oder nicht. Aber hammermäßig mag ich. Einfach mal random in der 11, ne? Zur Halbzeit bekommen wir dann etwas, um unser Augen-Make-up runterzunehmen, was auch irgendwo sinnvoll ist in einem Make-up-Adventskalender. Ein Eye-Make-up-Remover. Jo, mit 40 Millilitern. Finde ich gut, mag ich gerne leiden. Kann man auf jeden Fall gut verwenden. Sowas halt vielleicht so für die Reise oder so. Ansonsten bin ich ja eher ein Fan von Double Cleansing. Aber jo, durchaus solide. Ich wusste nicht, dass Art Deco auch Pflege hat. In der 13 haben wir nämlich ein Produkt, was ich auch in einem Adventskalender begrüße. Und zwar eine Handcreme bzw. eine Super Rich Hand Cream and Mask mit weißem Lotus und Reismilch. Woran erinnert uns das? Finde ich aber sehr cool vom Duft her. 30 Milliliter haben wir hier drin. Ist eine schöne Größe für ja, die Handtasche. Eigentlich generell eine gute Größe, ne? Kann man gut gebrauchen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier Pflege drin finden. Ich hätte auch nicht drin... Hä? Das hätte ich auch nicht erwartet. Die Nummer 14. Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre ein Puder. Aber eigentlich ist es nur eine Puderdose und eine Quaste. Kommt da gleich noch ein Puder? Ein Pflegevieh. Wäre ja sinnvoll, ne? Ja, sehr gut. Am 15. Dezember haben wir es drin. Das ist ein Bronzer, ein Bronzing Powder Compact. 10 Gramm sind hier drin enthalten. Ich finde es witzig. Ich wusste nicht, dass die halt so ein Gedönsen haben, dass du das so refillable hast. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass es dann hier so ist. Ne? Ich würde das jetzt einfach mal so zusammenbauen. Dann hat man es nämlich hier zusammen. Lässt sich das so magnetisch reinmachen? Nee, das ist auch noch separat in so einem Ding drin. Oh. Ich habe das nämlich eigentlich. Wie kriege ich dich denn jetzt hier raus? Geht nicht. Okay, dann ist das so. Keine Ahnung, wie das muss. Muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Vor allem frage ich mich, ob das dann auch mit der Puderquaste noch zusammengeht. Gar keine Ahnung. Fragen über Fragen. Aber interessant, dass es hier so ein Refillable-Gedönsen ist. Ne? Ja, steht hier hinten auch drauf. Nachfüllbar. Läuft. Am 16. Dezember haben wir dann ein Augenbrauenprodukt. Gel Twist Brow Liner 7. Ja, 0,8 Gramm haben wir hier drin enthalten. Immer schwierig mit der Farbe, bin ich ehrlich, ne? Es sei denn, Farbe könnte passen, ist aber sehr, sehr dick. Ein Anspitzer haben wir hinten auch noch wohl dran. Also das scheint wirklich auch eine gute Farbe zu sein. Muss ich mal schauen. Also ich könnte ja demnächst auch mal ein Fullface Art Deco schminken. Ich bin ja generell, wenn ich so die Adventskalender auspacke, ne, dass ich auch überlege, mache ich da vielleicht auch ein Fullface von oder so. Mal schauen. Schön. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir hier einfach mal einen Pinsel drin enthalten. So ein Blush-Pinsel, damit kannst du aber auch Bronzer auftragen. Du kannst damit Puder auftragen, ne, so ein bisschen abgeschrägt halt. Den mag ich gerne leiden. Etwas Lippenpflege erwartet uns zum Start der Weihnachtswoche am 18. Dezember. Herzlich willkommen. Color Booster Lip Balm. Also ich weiß nicht, was dann da die Farbe boosten soll. Ich hoffe nicht, dass es so ein Color Changing Ding ist, weil die mag ich ja nicht so gerne. Ja, doch, kann man machen. Das dürfte auch eine Full Size sein. Nicht schlecht. Am 19. Dezember erwartet uns ein weiterer Nagellack. Das sind 10 Milliliter von dem Art Couture Nail Lacquer in der Farbe 677. Ein wunderschönes, klassisches Weihnachtsrot, was auch echt in einen Adventskalender reingehört. Ne?
Fast wäre ich dazu übergegangen, den Adventskalender dafür zu loben, dass er auf Füllprodukte verzichtet, dann kommt er am 20. Dezember mit so einem Augenbrauenapplikator um die Ecke, der echt nicht so geil ist. Also, der hat seinen Wert, ganz bestimmt, ne? Aber ich weiß ja nicht. Also es ist definitiv auch ein dickerer. Das muss ich halt wirklich jetzt mal kurz positiv erwähnen. Also so einen Augenbrauenapplikator habe ich noch nicht so gesehen. Das ist schon gut, ne? Aber okay, er passt halt zum 22. Dezember, obwohl wir ja eben schon einen Augenbrauenstift hatten. Browliner, ja. Das hier ist nämlich ein Eyebrow Powder mit 0,8 Gramm in der Farbe 7 Fair, was mir persönlich passen wird. Also das wird tatsächlich meine Farbe sein, aber ich bin halt nicht so der Ultra-Fan von Augenbrauenpudern. Ist aber einfach eine rein persönliche Präferenz, ne? Gut, das passt zusammen. Das ist halt so, das matcht. Die können es auch nicht lassen. Die können es einfach nicht lassen. Am 22. Dezember haben wir eine Probe drin mit 0,8 Millilitern. Eine Eyeshadow Base. Ja. Aber warum? Eyeshadow Base finde ich großartig. Finde ich klasse, sowas in einem Adventskalender zu finden. Ne? Aber schade, dass es nur so eine Probe halt ist. Warum machen die das? Verrückt. Wirklich verrückt. Ja gut, weil der Adventskalender 69,95 kostet und keine 169,95, aber trotzdem finde ich, ist es schade. Bin ich einfach ehrlich. Ich mag das nicht so gerne, so ein Probensachet da drin zu haben. Naja, am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir diese Palette da drin, die ich eigentlich in der 24 vermutet hätte. Deswegen bin ich gerade sehr überrascht darüber. Ne? Da kann man halt jetzt so den Blush reinklicken und dann kann ich auch meinen Lidschatten da reinmachen. Und auch mein Augenbrauenpuder. Und wenn man dann die Deckel entfernen würde, wird man das auch zukriegen. Und man kann hier auch noch den Pinsel so mit reinmachen. Zack, ist fein. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Nummer 24. Also wir haben ja im Prinzip echt schon einiges hier vor uns. Vielleicht haben wir eine Full Size von einem Primer hier drin. Das kann ich mir wohl vorstellen. Ja genau, wieso damals die Ghetto Blaster, ne? Das haben die nicht gemacht. Das ist mutig. Und vor allem in der 24 ist es sehr mutig. Was habe ich hier drin? Eine Foundation, Leute. Light Luminous Foundation Shake Well Before Use. 25 Milliliter. Da ist halt keine Farbe drauf. Ne? Also da steht nicht drauf, welche Farbe das sein soll. Also 14. Aber ich glaube, gibt es da unterschiedliche Farben? Ist es so eine... Ich bin ein Hautton anpassendes Produkt, denn es ist natürlich... relativ okay. Ich sehe damit aus wie ein Simpson. Das sind doch 24, ist saumutig, oder? Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber wir müssen jetzt sowieso mal ein Fazit ziehen. Also irgendwie ist der Adventskalender ja schon cool, ne? Weil wir haben hier fast alles für ein Fullface mit drin. Sogar eine Foundation, das ist einfach, das lässt mich nicht los. Eine Foundation in eine 24 zu packen, holla die Waldfee, Leute. Das ist, da habt ihr Eier. Das ist so. zwei verschiedene Lippenprodukte, einen Lippenpflegestift, zwei Nagelprodukte. Also wir haben wirklich einen guten Mix hier drin. Also tatsächlich, wir haben Blush drin, wir haben Bronzer hier drin. Einzig ein Highlighter würde fehlen, aber das ist jetzt einfach mal okay für 69,95. Wir haben Eyeliner mit dabei, Kajal, Lip Liner in Invisible, also wirklich für alles auch irgendwie verwendbar. Ne? Da hat sich jemand auch wirklich was mit der Konstellation der Produkte überlegt. Aber irgendwie dann bei der 24 gedacht, jetzt bin ich mal ganz mutig. Wow, doch, also irgendwie finde ich den Adventskalender großartig, aber irgendwie finde ich ihn auch ein bisschen größenwahnsinnig. Oder? Was meint ihr? Also ich halte es einfach für mutig. Also das lässt mich nicht los, es tut mir leid, eine Foundation in eine 24 zu packen. Aber gut, ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Es ist nicht der erste Hersteller, der eine Foundation in einen Adventskalender packt, aber jo. Trotzdem. Guter Adventskalender, toller Inhalt, wahrscheinlich schöner Preis, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, toller Mix. Also eigentlich gefällt er mir schon sehr. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man dieses Bronzer-Refill in diese Schatulle reinkriegt. Aber das kriegen wir schon hin. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.